Urs Fischer, Panasonic hat jetzt ein OLED-Fernseher im Sortiment. Darf man sagen, endlich? Ja, ich glaube schon. Wir haben jetzt ein paar Jahre gute Produkte im Vorfeld schon können zeigen. Demmal ist jetzt ein Produkt da, wo man als Endkunde auch stehen kann. Und der wird dann im Oktober in der Schweiz auch eingeführt werden. Der OLED-Fernseher ist ein Teil in der ganzen Welt vom Smart Home, wo Panasonic gezeigt hat, auch jetzt gerade in der Pressekonferenz, wo wir gesehen haben, dass das viel weiter in den Bogen gespannt wird, aber da natürlich eines der Highlights ist in dieser ganzen Geschichte. Und was bringt die neue Technologie den Zuschauern daheim? Er hat natürlich die beste Bildqualität, die man sich vorstellen kann. Er hat einen Fernseher, den man auch in einem Bereich von Smart TV brauchen kann. Und er hat ein 4K-Gerät, das natürlich eine Auflösung bietet, die schon außergewöhnlich ist. Was sind denn die anderen Panasonic-Highlights dieses Jahr an der IFA? Es ist eine neue Ausrichtung. Wir haben gesehen, dass innerhalb des ganzen Sortiments sehr viel Gewicht gelegt wird, auch auf den Weisswarenbereich. Weil natürlich neben dem CE-Standbein, wo Panasonic sehr stark ist, weitere Standbeine gefragt sind. Gott sei Dank ist es zurückgekommen zu der Profitabilität in unserem Unternehmen, wo man auch die Mittel hat, dann in der Entwicklung einiges einzusetzen für Funktionalitäten, die dort dann auch gefragt sind und auch einen Nutzen bringen für den Enduser. Weitere Highlights sind dann sicher die ganzen Geschichten mit der Überwachungsanlage, mit dem Nubo-Produkt, das neu wird, auf den Markt kommen, wo, glaube ich, Sachen wird bringen, die bis dahin noch gar nicht möglich sind. Dann der ganze Bereich im Technikumfeld, den wir kennen, wo ein neues Segment eingeschoben wird, wo dort natürlich Wertmöglichkeiten massiv erweitert werden. Und last but not least, die 4K-Geschichte ist ganz etwas Wichtiges, weil Panasonic ist einer der einzigen Produzenten, der vom Aufnehmen über das Schauen bis hin zum Speichern die ganze 4K-Linie durchziehen kann. Und das bringt sicher einen grossen Vorteil, auch solange als Fernsehstationen natürlich noch nicht in diesem Format ausstrahlen.